Heute soll es um Hall auf der Snare gehen und es gibt ja verschiedene Varianten, um auf die Snare einen tüchtigen Hall draufzukriegen. Die erste wäre natürlich, dass man einfach ein Hall-Plugin auf die Snare draufkloppt. Ich habe hier mal einen Song auf und wir hören mal kurz rein, wie es im Moment klingt. Ne, eine charmante Band ist das und jetzt machen wir mal nur die Snare Solo, damit man die Solo hören kann. Die klingt im Moment so. Könnte einen Hall vertragen. Das ist so ein leichter Raum drauf, aber könnte einen Hall vertragen. Also habe ich hier ganz klassisch, wie ich es gerade gesagt habe, ein Hall-Plugin auf die Snare draufgeschmissen. Hier, ganz normal, das aktivieren wir mal und hören mal. Ich habe hier den Mix auf 38% gestellt und habe hier das Default-Setting drin. Also nichts geändert, einfach nur den Mixanteil eingestellt und wir hören mal, wie das jetzt mit dem Raum klingt. Ganz nett, aber die Snare wird irgendwie indirekter dadurch. Je höher man den Mixanteil hochdreht, umso höher wird natürlich der Hallanteil. Aber auf der anderen Seite verliert die Snare an Attack vorne, an Anschlag und so weiter. Also ist das hier wahrscheinlich nicht die beste Variante, um einen Hall auf eine Snare drauf zu kriegen. Wirst du sagen, na klar, schick die Snare doch einfach auf den Bus drauf, dann kriegst du auf jeden Fall einen Hall drauf und kannst den Transienten von der Snare ganz normal erhalten. Stimmt, habe ich auch gemacht. Habe hier einfach mal einen Bus kreiert, den habe ich Snare Hall genannt. Da habe ich das gleiche Plugin reingeladen, nur jetzt natürlich, weil es auf dem Bus ist. Wir können mal kurz reingucken, wo ich den habe. Snare Hall, da genau, ist das gleiche Plugin. Default, also alle Einstellungen sind genau die gleichen, nur dass ich halt den Mix-Parameter hier natürlich nach ganz oben gedreht habe. Und jetzt kann ich hier einfach schön lustig hier über den Anteil regeln, wie viel Snare Hall draufkommen soll. Also, hören wir mal, wie es jetzt klingt. Habe ich den angemacht? Ne, er ist aus. Also nochmal mit. Ne, deutlich besser. Man hört jetzt auf jeden Fall schon mal den Hall von der Snare. Man hört auch, dass der Anschlag geblieben ist und man kann einen schönen Hallraum dazu machen. Wir hören uns den nochmal kurz an. Einmal nochmal. Ein schöner, knalliger Snare-Raum. Aber jetzt gibt es noch eine dritte Variante und die finde ich besonders ganz cool. Die finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, denn das Prinzip ist, dass wir die Snare triggern. Wir haben ja hier in Studio One die Möglichkeit über das Gate, habe ich schon mal ein Video zu gemacht, über das Gate, eine Snare, eine externe Snare, zum Beispiel eine Sample-Snare zu triggern. Das habe ich jetzt hier mal eingestellt und habe dann hier, wir machen mal den Hall aus, den ich gerade hier ausgewählt habe, den Snare-Bus-Hall machen wir mal aus und trigger jetzt hier diese Snare hier an. Und die klingt im Moment so, wir haben hier das Impact, bleibst du wohl an, das Impact, also nur einmal klicken, das Impact-Modul drin und die Snare klingt alleine so, die ich trigger. Ne, eine ganz harmlose Snare im Prinzip. Und das macht jetzt natürlich nichts aus, wenn ich die jetzt einfach mitlaufen lasse, denn dann haben wir einfach nur zwei Snares. Aber was ich gemacht habe ist, die Snare läuft ja hier auf diesen Kanal hier drauf, auf diesen drauf. Und auf den habe ich ein Hall-Plugin geladen. Das heißt, ich trigger die Snare und hole mir von der getriggerten Snare aber nicht den Snare-Sound, sondern nur den Hall, den dieser Sound generieren würde. Und wir hören mal, wie das klingt. Also nur die getriggerte Snare und der Hall, den sie produziert. Ne? Also ich habe hier die Snare einfach angetriggert von so einem externen Plugin. Habe die hier mit diesem Raum-Plugin versehen. Das gleiche, was ich gerade auch genommen habe. Habe den Mix-Parameter hier wieder auf 100% gestellt. Nur der Sound, der jetzt den Hall antriggert, ist natürlich ein völlig anderer als die Snare, die ich aufgenommen habe. Das heißt, ich habe im Prinzip zwei verschiedene Snares. Die eine macht den Snare-Sound, den direkten Snare-Sound. Und die andere macht den Snare-Sound für den Hall. Und wir hören mal, wie das jetzt im Mix klingt. Ich mache das mal aus und dann schalte ich einmal den Snare Hall, den getriggerten, aus und dann dazu wieder an. Los geht's. Also, die Snare gewinnt gleich eine neue Dimension dazu. Ich mache den mal aus. Wir machen mal den anderen Hall an, den ich hier von dem Bus habe. Das muss ich ein bisschen hin und her schalten. So, jetzt, ach ne, ich hätte den auch nur da anmachen müssen. Also, pass auf, ich mache den hier an, habe den an, den Bus. Und jetzt hören wir mal, wie es mit dem normalen Bus klingt. Das heißt, die Snare triggert jetzt ihren eigenen Hall.
klingt ordentlich. Jetzt nehmen wir den anderen, den Getriggerten dazu. Eine völlig andere Farbe. Die Snare, der Snare-Hall ist in beiden Varianten gut, aber jetzt in dem getriggerten Fall gefällt sie mir sogar noch besser, weil der Hall insgesamt ein bisschen dunkler ist und die Snare, die den antriggert, einen etwas eigenständigeren Sound hat. Und dementsprechend habe ich jetzt hier eine dritte Variante, einen Hall auf eine Snare drauf zu zaubern. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert, es war nachvollziehbar. Also triggert einfach eine Snare an, nehmt euch dann nur den Hall von der Snare und regelt den nach Gusto zu zur Snare. So einfach ist es im Prinzip, wenn man es runterbricht. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Morgen sehen wir uns wieder zu einer weiteren Ausgabe vom Adventskalender und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.